Ja, das Besondere, es ist einfach nur alle 4 Jahre und es ist das Höchste, was ein Sportler erreichen kann. Und ja, es ist ganz eine eigene Stimmung. Es sind viele Nationen, viele Sportarten. Es kommt einfach alles zusammen, was Rang und Namen hat. Und die ganze Welt schaut irgendwie da drauf. Es ist ein einzigartiges Gefühl da. Da in London haben sie jeden Meter der Strecke bauen müssen, weil natürlich keine Voraussetzungen waren. Es sind viele Stau eingepflanzt worden, es sind Sprünge gemacht worden. Die Anstiege sind nicht lang, es sind viele Kurven, es ist sehr kraftbetont zum Fahren. Es ist sehr schwierig zum Fahren, auch, durch das, dass keine langen Anstiege sind, sind auch keine langen Abfahrten. Also der Puls kommt eigentlich nie ein bisschen runter. Es ist ja wirklich hart zum Fahren. Ja, ich war jetzt in den letzten 3,5 Wochen in der Höhe um, habe Höhentraining gemacht und habe einfach geschaut, dass ich da noch einmal eine gute Basis setze, dass ich auch die Intensität noch einmal trainiere und habe das mit dem Weltcup abgeschlossen. Und das war eigentlich ja, für mich die perfekte Vorbereitung. Ja, also wichtig ist einfach, dass man sich mit der Strecke noch einmal befasst, dass das technisch alles passt und ja, dass man sich konzentriert, dass man sich nicht narrisch machen lässt auf gut Deutsch und einfach ja, konzentriert bleibt, Ruhe bewahrt und sich auch gut erholt, nur gewisse Reize ersetzt und ja, ein bisschen mit Gelassenheit auf das Rennen zugeht.